Ich möchte heute mit euch meine fünf Formen der Liebe teilen. Und eine Form davon hat mein Leben ja nachhaltig verändert, weil es dazu geführt hat, dass ich anders denke und anders arbeite. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es die vier vorhergehenden Lieben bedarf, um überhaupt erstmal die fünfte Liebe spüren zu können und sie auch leben zu können. Und die erste Liebe ist die bedingungslose Liebe. Das ist in meinen Augen die elterliche Liebe, das die Liebe, die man von den Eltern bekommt. Bei meinen Eltern, sie sind 1970 nach Deutschland gekommen und haben ziemlich lange versucht, mich zu zeugen. Es hat 12 Jahre gedauert. Grund war, meine Mama hatte leider 2 Fehlgeburten. Und als ich dann kam, war ich ein ziemlich großes Geschenk für meine Eltern. Und deshalb haben sie mir den Namen Shai gegeben. Und Shai auf Hebräisch heißt Geschenk. Dann wurde das Geschenk so ein bisschen größer und meine Mutter hat dann angefangen, mit mir zu gefühlten 653 Sportvereinen zu laufen, weil ich alles ausprobieren wollte. Und selbst wenn ich mal nach 2,5 Mal Ballett, ich habe Ballett gemacht früher, sieht man, wie ich hier stehe, war das kein Problem für meine Eltern. Und dann meine Mutter meinte, cool, dann geht's jetzt ab zum Fußball oder zum Basketball. Also haben mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entwickeln und haben mir viel, viel Liebe gegeben, für die ich sehr dankbar bin. Und 2007 gab es nochmal so einen bedingungslosen Liebesbeweis von meinem Vater, denn 2006 hatten die Ärzte mir eröffnet, dass ich eine neue Niere brauche, entweder Niere oder Dialyse oder nichts von beidem und du stirbst. Und mein Vater, als er damit konfrontiert wurde, war das gar keine Frage für ihn, ob er mir seine Niere gibt, und er hat das so selbstverständlich und so selbstlos gemacht, dass ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich glaube, ohne diese Niere könnte ich, glaube ich, heute nicht hier stehen und mit euch meine fünf Formen der Liebe teilen. Das ist meine erste Liebe, die bedingungslose Liebe. Die zweite Liebe ist die Selbstliebe. Ich bin nämlich der Meinung, dass man erstmal sich lieben muss, um weiter lieben zu können. Da gibt es 2 Dimensionen meines Erachtens, die charakterliche Eigenliebe und auch die äußerliche Liebe. Bei mir, ich bin charakterlich natürlich vollkommen perfekt, bei mir betrifft es die äußerliche Liebe, wie ihr sicherlich euch denken könnt. Eine lange Krankheitsgeschichte, bevor ich 2007 transplantiert wurde, viele Operationen, Schläuche in meinem Körper, Medikamente und das als junger Mensch irgendwie zu ertragen und zu sagen, okay, cool, das ist so, das ist dein Schicksal, damit musst du leben zu lernen. War ein langer Prozess, ist es heute auch noch. Und ich bin dankbar ja, für ganz viele Freunde, die in meinem Leben sind und mich dabei unterstützen. Deswegen bin ich der Meinung, Self-Love gehört dazu. Man muss sich akzeptieren, um andere Menschen zu akzeptieren und auch lieben zu können. Und dann kommen wir auch schon zu der besonderen Liebe zu einem besonderen Menschen. Soul Love nenne ich das. Und jeder von euch kennt das. Vielleicht habt ihr einen Partner oder eine Partnerin oder auch einen Mentor. Das könnte auch eine besondere Beziehung sein, die ihr aufbaut mit dieser Person. Bei mir waren das meine 33 Ex-Freundinnen. Nein, nee, aber also Freundinnen, also Partnerinnen oder Partner sind halt so der typische. Das typische Role Model dafür, dass man eine besondere Beziehung im besten Fall mit ihnen aufbaut. Und ich habe tatsächlich eine Ex-Freundin, mit der ich heute noch eine sehr innige Liebe verbinde, eine platonische. Sie hat ihr Kind bekommen und ich bin jedes Mal total verliebt in das Kind, aber eben nicht mehr in sie. So, das ist die Soul Love. Thing Love. Das waren die ersten 3 Lieben, die betreffen Menschen. Diese Liebe kommt von Menschen oder die Liebe gibt man Menschen. Thing Love adressiert eine Liebe zu einer Sache. Vielleicht reitest du oder du sammelst Porzellanpuppen oder du singst. Und bei mir ist es tatsächlich die Musik. Ich, seitdem ich denken und reden kann und fühlen kann, fühle ich mich sehr hingezogen zur Musik. Ich mache selbst Musik, ich höre Musik, egal wann. Ob ich glücklich bin oder traurig bin oder kuschel. Ich höre Musik. Musik ist sozusagen die Quelle, die mir ganz viel Hoffnung gibt. Und so auch 1999, als ich meine Ausbildung gemacht habe, mehr oder weniger erzwungen durch meine Eltern, weil meine Eltern meinten, bevor du hier was machst, was du eigentlich machen möchtest, musst du erstmal eine Ausbildung zum Hotelfachmann machen. Super geile Ausbildung. Jedenfalls habe ich dann ein Lied entdeckt, was mich sozusagen durch diese Ausbildung getragen hat und mir so viel Hoffnung gegeben hat. Und das ist so
wenn ich den Song heute höre, dann werde ich zurückversetzt und der gibt mir so viel Kraft. Das ist ein Song von Brian McKnight, das ist so ein Schnulzensänger und der singt Back at One. Und jedes Mal, wenn ich dieses Klavierintro höre, macht es was ganz Besonderes in mir. Und ja, das steht für mich für Hoffnung und für du schaffst das, was du dir vorgenommen hast. Und das ist für mich die vierte Liebe, Thing Love. Und dann dachte ich, eigentlich war es das. Ne? Was gibt es denn jetzt noch für Lieben? Ja? Und dann habe ich 2013 ein Projekt übernommen von meinem guten Kumpel Van Bully Menzel. Es hieß Karma Chucks. Und Karma Chucks sind diese fair produzierten Sneaker und die haben wir im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne in Pakistan unter fairen Bedingungen produziert. Zusammen mit circa 1000 anderen Menschen, die alle was dazugegeben haben und wir haben 34.500 Euro einsammeln wollen und über das Doppelte ist zusammengekommen und alle Beteiligten, die sowohl für dieses Projekt als auch hinter diesem Projekt gearbeitet haben, haben komplett ehrenamtlich gearbeitet. Und 2013 habe ich dann weil es lief alles super, wir haben über das Doppelte an Kohle eingenommen und ich dachte, cool, kannst du hier jetzt entspannen. Und dann habe ich leider 2013 einen sehr wichtigen Auftraggeber verloren, der mir sozusagen meine Existenz gesichert hat. Und zusätzlich dazu, das war wirklich 4 Tage später, ist meine geliebte Mutter verstorben. Das heißt, ich stand erstmal so vor einem Haufen Scherben und wusste überhaupt gar nicht, wie ich weitermachen soll und war psychisch auch gar nicht in der Lage, mich um einen neuen Auftraggeber zu kümmern oder irgendwas zu akquirieren. Also habe ich mich mit Van Bully Menzel dazu entschlossen, einfach mal die Leute, die sich an der Crowdfunding-Kampagne beteiligt haben, zu fragen, ey Leute, wärt ihr so lieb, es ist ja genug Geld zusammengekommen, wärt ihr so lieb und könntet mir ein bisschen was leihen, damit ich jetzt erstmal mich auf den Verlust konzentrieren kann und da so ein bisschen drüber hinwegkommen kann. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, einen Blogpost zu verfassen und ihr müsst wissen, wir hatten ungefähr 1500 oder 1600 Supporter, die sozusagen Teil dieser Menschenmasse waren, die sozusagen an diesem Projekt teilgenommen haben. Und ich habe eine Umfrage gemacht, eigentlich total einfach. Ich habe gefragt, liebe Menschen, wärt ihr so lieb oder wärt ihr bereit, mir 3600 Euro zu geben und ich zahle es irgendwann wieder zurück, wenn ich kann, allerdings zinslos. Oder B, kann ich mir die 3600 Euro nehmen und vielleicht schenkt ihr es mir? Oder C, auf gar keinen Fall, du darfst das nicht zweckentfremden, das wollen wir nicht. Was glaubt ihr? Was haben die meisten Leute gewählt? A, wer ist für A? Ja, so ein paar. Wer ist für B? B, okay, C? ihr habt euch wahrscheinlich beteiligt und habt da, genau. Es ist tatsächlich so, dass A und B am meisten gewählt wurde. Allerdings gab es ein paar vehemente C-Stimmer, die einen krassen Shitstorm ausgelöst haben. Und er ging sogar so weit, dass die mich verleugnet haben, dass sie gesagt haben, hey, der Typ war ja früher mal im Fernsehen oder Schauspieler, das habe ich früher auch mal gemacht, als ich jung und das Geld gebraucht habe. Und haben gesagt, hey, der schauspielt nur, der braucht es gar nicht. Woher sollen wir ihm vertrauen können, so nach dem Motto. Und dann war das zusätzlich zu dem, was ich da erlebt habe, so ein Overload an schlechtem Karma, dass ich mich eigentlich dazu entschlossen hatte, zu sagen, okay, nein, ich nehme das Geld nicht und habe mir dann privat geholfen. Auf der anderen Seite habe ich aber so viele Nachrichten, Telefonate, Briefe erhalten von wildfremden Menschen, die ihre Anteilnahme bekundet haben, dass das mich so krass überwältigt hat und es gibt Leute, die aus der Schweiz mir geschrieben haben, meinten, hey, wenn du mal Urlaub brauchst, kommst du rüber. Oder ein anderer hat mir eine Nachricht geschrieben, meinte, hey, gib mir deine Kontonummer und ich will dir Geld überweisen. So. Also ich habe das, was ich da erlebt habe von wildfremden Menschen, diese Anteilnahme zu bekommen, das nenne ich Crowdlove. Und Crowdlove für mich persönlich bedeutet, dass die Menschenmasse sozusagen über den Freundeskreis hinausgeht. Und es ist eine Art erweiterte Zwischenmenschlichkeit. Und die Projekte, die ich damit umsetze sozusagen, oder die wir damit umsetzen, haben
in der Regel einen Charakter, die auf ein sehr breites soziales Interesse stoßen und vor allen Dingen, und das ist ganz, ganz wichtig, die persönlichen Bedürfnisse von den Menschen anspricht. Und nur so, mit diesem emotionalen Faktor, bekommt man die Leute dazu, eine Gemeinschaft zu bilden und eine Crowd zu werden, die dann an deinem Projekt teilhat. Also du musst die teilhaben lassen. Die Transparenz, die muss gewahrt werden. Ich habe mich mit meinem Blogpost, den ich verfasst habe, im Prinzip nackig gemacht. Ich habe meine Hosen runtergelassen und habe gesagt, ey Leute, mir ist das, das und das passiert und ich stehe jetzt vorm Aus, wollt ihr mir Geld geben? Ich habe sozusagen meine Seele offenbart und habe vertraut. Ich habe darauf vertraut, dass die Leute das irgendwie so aufnehmen, dass sie mir vielleicht helfen. Und sie haben mir mit ganz viel Liebe geholfen. Und diese Liebe ist die Crowdlove, mit der ich heute arbeite und Projekte umsetze. Und eines dieser Projekte ist zum Beispiel mein Videotagebuch, was ich in Israel drehen durfte. Ich bin sozusagen nach Israel geschickt worden und durch die Crowd, die mir ganz viele Kontakte besorgt hat, durfte ich extrem spannende Menschen treffen. Menschen, die sich für Flüchtlingspolitik in Israel einsetzen, Menschen, die an frühkindlicher Erziehung arbeiten beziehungsweise an dieser Front aktiv sind. All das habe ich zusammen mit der Crowd und für die Crowd produziert. Ein weiteres Projekt ist ein gerade in Produktion befindliches Projekt, 3 Minuten, das ist ein Kinofilm. Und Ziel dieses Projekts ist es, die Religion des Islams als Religion voller Liebe und Nächstenliebe darzustellen. Und alle Leute, die sich sozusagen da engagieren, machen es vollkommen ehrenamtlich und weil sie überzeugt sind davon, dass so ein bisschen so ein Gedankenwandel eintreten muss. Ein drittes Projekt ist ein sehr persönliches Anliegen von mir. Zufälligerweise habe ich auch das T-Shirt an heute. Das ist vollkommen Zufall. Sehr persönlich, 2007, wie gesagt, wurde ich transplantiert und ich will ganz gerne mit der Crowd dafür sorgen, dass viel mehr Menschen zu Lebzeiten sich für oder auch gegen, was vollkommen in Ordnung ist, sich gegen eine Organspende entscheiden. Und dieses Projekt bin ich gerade am Planen. Also falls ihr euch da beteiligen wollt, kontaktiert mich. Ich habe ganz viel Karma und Liebe zu geben, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Crowdlove, was ist das? Für mich bedeutet Crowdlove, dass viel mehr als nur das Geld, was man beispielsweise in der Crowdfunding-Kampagne bekommt. Das ist die Hingabe der Menschen, die sich an einem Projekt beteiligen, weil sie Bock drauf haben. Es ist eine innere Haltung, die man auch zulassen muss. Ja? Man muss, das ist eine Art Lebensphilosophie. Man muss jedem Menschen so begegnen, wie man selbst behandelt werden möchte im Prinzip. Und ich bin ein großer Fan von Austausch durch Begegnung. Ich treffe Menschen und das möchte ich euch mitgeben. Ich möchte euch mitgeben, dass ihr unvoreingenommen Menschen begegnen sollt, auf gleicher Augenhöhe. Gebt ihnen Liebe, ihr habt nichts zu verlieren. Ich persönlich bin dadurch, dass ich Menschen so begegne, wie ich ihnen begegne, darf ich in ihre Leben eintauchen und dadurch darf ich neue Perspektiven erfahren und diese Perspektiven lassen einen wachsen. Ich saß genauso wie ihr hier und ich war die größte Wurst hier in der Uni und habe irgendwie in der letzten Reihe immer an meinem Handy getippt und habe eigentlich nie aufgepasst. Aber irgendwann habe ich entdeckt, so Menschen, das ist das, was mich interessiert. Und ich glaube ganz fest daran, dass man durch Menschen, durch den Austausch mit Menschen viel mehr lernen kann als in jeder Uni der Welt. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Song, der mich durch meine Ausbildung getragen hat und der mir ganz viel Hoffnung gibt. Und es gibt verblüffenderweise gibt es 5 Sätze in diesem Refrain, der mir früher eigentlich schon die 5 Lieben gesagt hat. Und wenn ihr erlaubt, würde ich einmal ganz kurz euch diese 5 Sätze vorsingen. Es ist von Brian McKnight. One, you like a dream come true. Two, just wanna be with you. 3, it's plain to see that you're the only one for me. And 4, repeat steps 1, 2, 3. 5, make you fall in love with me. If ever I believe my work has done,
Then I started back at one. Vielen Dank. Danke.